So, guten Morgen. Moment. So, nicht vergessen. Heute werden wir das abschließen mit den Modulen und werden heute insbesondere auch noch merken, wie wir Fremdencode einbinden können bei uns, also fremde sogenannte Crates. Und das werden wir uns mal anschauen und das werde ich auch gleich noch in einem ziemlich, also in einem größeren Beispiel vorprogrammieren, das ziemlich genau dem entspricht, was ihr in den Aufgaben dann noch machen müsst. Also ich denke mal, es sollte ganz gut klappen. Bevor wir uns aber damit beschäftigen, noch eine kleine Ergänzung zu dem Thema, was wir letztes Mal behandelt haben, und zwar das mit den Us und den Pfaden. Es gibt nämlich noch einen kleinen Trick. Man kann nicht nur Funktionen und Module und Typen usen, sondern man kann auch enum-Variants usen. Das heißt, wenn ich so ein enum habe, also das großgeschriebene enum steht ja für irgendeinen Typen, dann kann ich zum Beispiel das hier machen. Das heißt, ich hole mir all diese Variants in meinen Namensbereich und kann die direkt ansprechen, ohne vorher enum Doppelpunkt Doppelpunkt Variant zu sagen. Hier haben wir mal ein anderes Beispiel. Ihr kennt ja den Token vielleicht von der Hausaufgabe noch. Da haben wir jetzt irgendwelche Variants drin und wir würden jetzt gerne eine Funktion schreiben, die irgendwas mit diesem Token macht. Zum Beispiel darüber matcht. Und wenn wir jetzt annehmen, dass dieser Token sehr, sehr viele Variants hat, ist das schon ein bisschen nervig, immer im Code Token Doppelpunkt Doppelpunkt zu schreiben. Daher können wir hier diesen kleinen Trick anwenden und sagen, use Token Doppelpunkt Doppelpunkt Sternchen. Und dann können wir eben diese ganzen Variants irgendwie da sofort ansprechen, ohne Token davor schreiben zu müssen. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, das hat ähnliche Probleme wie dieses normale Wildcard-Usen. Also man möchte das irgendwie nur manchmal einsetzen, denn insbesondere wenn man ein großes Enum hat, müllt das diesen ganzen Namensbereich voll. Als ich die Hausaufgabe, also ich die Musterlösung programmiert habe, habe ich tatsächlich mich darauf reingefallen. Ich hatte irgendwie ein Enum und ein anderes Enum und wollte die beide usen mit diesem Trick hier. Und dann hat mir Rust direkt gesagt, nein, du hast eine Namenskollision, du kannst nicht beide gleichzeitig nutzen, weil eben beide irgendwie denselben, einen gleich benannten Variant hatten. Also da muss man vorsichtig mit sein, aber besonders sinnvoll ist das natürlich, wenn man so kleine Funktionen hat wie diese hier, wo man wirklich hauptsächlich sich um diesen Token kümmert und nicht sonderlich viel anderes hat, da kann man das dann schon nutzen, um sich den Code irgendwie etwas zu verkleinern. Und es ist sinnvoll, das manchmal für sehr, sehr oft benutzte Variants zu benutzen und global quasi zu usen. Fallen euch irgendwelche ein? Irgendwelche enum-Variants? Ja? Genau, richtig. Vielleicht habt ihr euch da schon gewundert, denn ihr konntet bisher immer Error oder konntet bisher immer Sum und None so verwenden, ohne da Option vorschreiben zu müssen. Das liegt genau daran. Also die von Option und die von Result sind global genutzt. Das heißt, die könnt ihr ansprechen, ohne immer den Typen vorher noch davor zu schreiben. Das ist nur so ein kleiner Trick am Rande, den kann man manchmal benutzen und jetzt verstehen wir wenigstens auch, warum wir None und Sum immer so benutzen können. Und jetzt kümmern wir uns ein bisschen um externe Crates. Wir haben ja schon gesagt, eine Crate ist eine Compilation Unit, das heißt, das ist ein Happen, den den Compiler in einem Rutsch verarbeitet. Und wir haben uns schon so gemerkt im Hinterkopf, irgendwie, wenn wir ein Projekt schreiben, was nicht besonders groß wird, haben wir meist genau ein Crate für dieses Projekt. Und wir gucken uns das mal an. Das wäre jetzt unsere Crate. Und wir haben, wie wir schon wissen vom letzten Mal, ein Wurzelmodul und haben jetzt andere Module da dran kleben. Das sind unsere Module. Die haben wir letztes Mal programmiert. Das ist unser Code. Und jetzt stellt sich die Frage, jetzt möchte ich aber noch fremden Code einbinden. Ein fremder Code ist, sagen wir mal, sitzt in einer fremden Crate. Also wir wollen jetzt eine fremde Crate haben. Da stellt sich die Frage, wie spreche ich diese Crate an? Diese Crate besteht jetzt selber aus einem Modul bauen. Und wie sage ich jetzt, Compiler, also sprich mal bitte ein Modul in dem Modulbaum an. Und die Lösung hierzu ist einfach, dass wir den Modulbaum der anderen Crate in unseren Modulbaum einhängen. Das wäre die andere Crate mit dem eigenen Modulbaum. Das ist jetzt ein Beispiel einer recht bekannten Crate im Rust-System. Und wir wollen das jetzt einhängen. Das heißt, wir packen das einfach unter unsere Wurzel. Das geht mit dieser Anweisung, die wir gleich auch noch im Detail noch uns anschauen werden. Und so kann man mehrere externe Crates einhängen, wie zum Beispiel auch die Standardbibliothek STD. Die muss man allerdings nicht wirklich selber einhängen, wie ihr schon gemerkt habt.
Das ist dann der ganze fremde Code, den wir da einhängen. Und wichtig ist jetzt, dass wir die wirklich in unseren Modulbaum einhängen. Das heißt, es ist zwar fremder Code, aber wir können das so benutzen, als wären das Module von uns. Das heißt, ich würde irgendwo in meinem Code auf Animal Cat Meow zugreifen und genauso könnte ich irgendwie Crossbeam Doppelpunkt Doppelpunkt Mem Doppelpunkt Doppelpunkt irgendwas schreiben. Also das ist externer Code, aber ihr könnt das ansprechen, als wenn es einfach Module von euch wären. Das ist ein bisschen, also darauf muss man sich erstmal einlassen, aber so hängt man eben externen Code auch in seine Programme ein. Tatsächlich kann man diese externen Crates, also diesen externen Code, nicht nur unter das Wurzelmodul hängen, aber üblicherweise wird es immer unter das Wurzelmodul gehangen. In seltenen Fällen kann man das mal auch unter andere Module hängen. Angenommen, es gibt irgendwie eine externe Crate, die ganz viele Funktionen bereitstellt, um Katzenberechnungen zu machen oder sonst was, dann könnten wir die auch gerne unter dieser Katze, unter Cat einhängen, weil sowieso nur dieses Cat-Modul irgendwas damit machen muss. Aber üblicherweise wird das an der Wurzel eingehangen, weil das meiste, was man benutzt, wird überall benutzt in seinem Programm. Okay, wie gesagt, man macht das so, um eine externe Crate namens Foo einzuhängen. Und das hängt das unter unseren aktuellen Modulbaum noch rein. Und es ist wirklich vergleichbar mit einem neuen Modul. Es ist nicht so groß der Unterschied. Wir können es zumindest so benutzen, als würden wir ein Modul mit demselben Namen erstellen. Nur der Rust-Compiler sucht jetzt eben nicht nach einer Datei foo und dann mod-rs oder einer foo-rs, sondern der Compiler erwartet, dass wir ihm mit einem --extern-flag übergeben, wo die Library zu finden ist, also foo, wo foo zu finden ist. Das werden wir uns jetzt mal anschauen, wie das geht. Aber ihr könnt gleich beruhigt sein, das müsst ihr wahrscheinlich nie manuell machen. Tatsächlich habe ich das, was ich jetzt gleich mache, für diese Präsentation das erste Mal gemacht. Also scheint es nicht ganz so wichtig zu sein. Aber wir wollen es trotzdem mal sehen, wie das geht, damit wir uns ungefähr vorstellen können. Also, leerer Ordner. Und jetzt möchten wir gerne irgendwie zwei Crates erstellen. Das heißt, zwei unabhängige Modulbäume. Und in dem einen Modulbaum möchten wir die andere Crate nutzen. Dazu erstellen wir uns erstmal unsere Crate foo. Ich nenne die jetzt einfach mal foo. Nein, sagen wir, wir nennen sie hello oder greet, noch besser. So. Und was wir da reinschreiben wollen, ist eine Funktion, das soll jetzt eine Library werden, also eine Crate, die von anderen Menschen genutzt werden kann, weil wir da so sinnvolle Funktionen reinschreiben. Und da schreiben wir einfach mal hello rein. Diese Funktion gibt einfach nur Hi aus oder sonst was in der Art. Ja gut, vielleicht sollten wir Hello ausgeben, wenn die das schon sagt. Direkt an dieser Stelle fällt zufällig jemandem schon auf, was hier dran noch verbessert werden sollte. Ja? Die Funktion muss wahrscheinlich als public markiert werden. Die muss wahrscheinlich als public markiert werden, ganz genau. Denn sonst kann die nicht aus der Crate heraus benutzt werden. Okay, aber jetzt haben wir eine ganz normale Funktion, die wir einfach als public deklariert haben. Und die könnte man ja jetzt nutzen, hier in diesem Modul. Aber das machen wir nicht, wir wollen das woanders nutzen. Was ist jetzt, wenn ich... bauen wir das erstmal zu Ende. Nennen wir das die Crate, in der wir das nutzen wollen, nennen wir mal bin. Und da würden wir jetzt sagen, wie wir gerade auf dem Folien gesehen haben, extern crate, greet hatten wir es genannt jetzt. Und jetzt schreiben wir hier rein, greet, ein ganz normaler Pfad, hello. Soweit so gut. Aber jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wie machen wir das mit dem Compiler? Wenn wir erstmal die greet dem Rust-Compiler vorwerfen, was wird der Rust-Compiler wahrscheinlich sagen? Ja? Ganz genau, dem fehlt eine Main-Funktion. Deswegen müssen wir dem Rust-Compiler jetzt sagen, hey, wir wollen daraus aber eine Library machen. Der Rust-Compiler nimmt initial an, dass es eine Binary, also eine Executable ist. Dazu übergeben wir den Flag crateName und sagen dann lib. Nicht crateName, wie ihr euch vorstellen könnt, sondern crateType. So, und jetzt funktioniert es auch. So, und was wir jetzt mal sehen hier in diesem Ordner ist, wir haben unsere
RS-Dateien, aber es ist auch eine .rlib entstanden. Diese rlib ist eine Rust-interne Library, wo Rust selber so die Sachen reinstopft, die es braucht. Das heißt, ihr kennt vielleicht DLLs oder .a oder .o-Dateien oder sonst was in der Art aus eurem Betriebssystem. Das sind betriebssystemspezifische Libraries, manchmal dynamisch, manchmal statisch gelinkt. Das ist jetzt keine davon, das heißt, die könnten wir jetzt noch nicht mit irgendetwas anderem nutzen, also noch nicht von C aufrufen oder sonst was, aber das könnte man auch sagen, dass wir gerne eine Library hätten, die von C aufrufbar ist. Aber das reicht uns ja erstmal. Wir wollen ja nur unter Rust bleiben. So, und jetzt würden wir sagen, Rust C bin RS. Was wird er jetzt sagen? Okay, er kann diese Crate nicht finden, denn wir haben ja gesagt, er erwartet, dass wir das per extern übergeben. Deswegen fügen wir noch diesen Flag hinzu. Und dann müssen wir jetzt sagen, greet gleich libgreet.rlib. Also da geben wir einfach den Dateinamen an von dieser rlib. Wenn wir das ausführen, dann funktioniert das auch. Jetzt haben wir auch noch die Executable da, diese .exe. Und wenn ich die ausführe, dann funktioniert das auch, wie wir es erwartet haben. Ja? Werden die statisch oder dynamisch gelinkt? Das entscheidet der Rust-Compiler immer so, was am besten funktioniert. In diesem Fall wird es ziemlich sicher statisch gelinkt. Aber da kann man tief noch eintauchen und sagen, das linkt bitte mal dynamisch und das linkt mal bitte statisch und so weiter. Aber das ist insbesondere, wenn man mit System-Libraries nach oben geht, ein bisschen schwieriger. Also man kennt das Problem, wenn man unter Linux irgendwie beeinflussen möchte, wie ein selber kompiliertes Programm gelinkt werden soll. Das führt manchmal zu Problemen. Okay, sonst noch Fragen dazu? Nee. Okay. Dann machen wir hier auch einfach weiter. Ich bleibe mal sitzen, denn ich mache jetzt gleich mehrere Sachen hier. Hier ist nochmal das Beispiel auf Folien. Reden wir ganz kurz über die Standardbibliothek. Ich habe ja gerade schon auf den Slides gezeigt, dass man diese STD auch einbinden kann. Und ich denke, ihr habt zumindest schon ein paar Mal irgendwie was aus der Standardbibliothek benutzt. Und ich denke, ihr habt auch schon alle mal die Dokumentation durchsucht. Ja, nehme ich an. Aber diese Standardbibliothek, habt ihr gemerkt, müsst ihr nicht mit externen Crate einbinden. Das passiert nämlich automatisch. Erstmal heißt die Standardbibliothek STD für Standard. Und wie gesagt, soll ja kurz sein, der Name. Und die wird immer automatisch vom Rust-Compiler eingebunden. Das nimmt dann die Arbeit ab. Und dann ist euch vielleicht was aufgefallen. Ich weiß nicht. Habt ihr mal zufällig nachgeguckt, wo Vector lebt, also weg. Habt ihr das mal in der Standardbibliothek nachgeschaut? Habt ihr euch mal die Dokumentation für Vector angeguckt? Irgendjemand? Ja? Ich glaube, der lebt doch im Modul weg. Genau, der lebt irgendwie in diesem Modul std, Doppelpunkt, Doppelpunkt, weg, Doppelpunkt, Doppelpunkt, weg. Okay, und das letzte ist dann wirklich der Typ. Also das lebt irgendwie in so einem Untermodul, aber wir können trotzdem den Typen immer nutzen. Im Übrigen dasselbe mit Option und Result, die leben auch in ihren Modulen, aber wir können es trotzdem automatisch nutzen. Und da gibt es diesen einen Trick, der heißt Prelude. Und eine Prelude ist etwas, was automatisch genutzt wird, also automatisch geused wird. Das gucken wir uns sofort mal an. Aber hier erst nochmal, was der Rust-Compiler macht. Quasi zu jedem Projekt, was ihr kompiliert, fügt der Rust-Compiler das ganz oben in der in dem Crate-Root, also im Wurzelmodul, fügt es diese Zeile hinzu und dann wird noch das hinzugefügt in jedem Modul. Das ist einfach nur der Prelude-Pfad von der Standardbibliothek, wo dann einfach alles genutzt wird, automatisch. Das heißt, ihr könnt immer davon ausgehen, dass ihr diese beiden Zeilen irgendwie in eurem Programmcode habt, deswegen könnt ihr ziemlich viele Sachen automatisch nutzen. Ich öffne jetzt hier gerade mal die Dokumentation von dieser Prelude. Ich scheine kein Internet zu haben gerade. Moment. Ups, falsche Seite. So, ich habe mal nach Prelude gesucht. Und hier sieht man dieses Modul Prelude. Und hier wird das dann nochmal erklärt. Also hier steht nochmal, okay, das wird eingefügt von Rust und dann wird noch das eingefügt.
Und wir können uns mal angucken, was in dem Prelude alles drinsteht. Also es gibt mehrere Versionen davon, damit man irgendwie später noch was ändern kann. Deswegen diese komische V1. Und was hier letztendlich nur gemacht wird, in diesem ganzen Modul stehen nur diese Pub-Uses drin. Wir erinnern uns vielleicht noch ans letzte Mal, wo wir etwas verändern konnten, so einen Pfad nochmal neu exportieren konnten mit Pub-Use. Und genau dafür wird das eben gemacht. Hier sieht man, dass zum Beispiel der Vektor drin ist oder das String direkt da drin ist. Das heißt, diese Typen können wir direkt ansprechen. Und auch hier diese ganzen Variants von Option. Ja, also wir können Option nutzen, wir können aber auch Sum und None direkt nutzen. Ja, und ein paar andere Sachen, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Also das erklärt dann irgendwie die Magie dahinter, warum wir alles schon automatisch nutzen konnten in der Standardbibliothek, was so wichtig ist. Das ist eben der Trick mit der Prelude. Noch kleiner Hinweis, man kann natürlich die Standardbibliothek auch deaktivieren. Da Rust eine Systemprogrammiersprache ist, sollte das irgendwie möglich sein. Die Standardbibliothek nimmt natürlich gewisse Sachen an. In der Standardbibliothek ist zum Beispiel Netzwerkfunktionalität drin. Und wenn man jetzt auf irgendeiner beliebigen Hardware ist und irgendein beliebiges Betriebssystem, dann kann man nicht annehmen, dass man Netzwerkfunktionalität bereitgestellt hat. Das heißt, die Standardbibliothek erwartet gewisse Features vom Betriebssystem. Deswegen muss man die manchmal deaktivieren, wenn man zum Beispiel selber ein Betriebssystem schreibt. Wird wahrscheinlich in diesem Kurs noch nicht passieren, aber wenn man irgendwie was sehr, sehr Low-Leveliges schreibt, dann möchte man diese Standardbibliothek eventuell deaktivieren. Soweit zur Standardbibliothek. Wir wissen jetzt also, wie wir diese Crates kompilieren können und theoretisch bei uns einbinden können. Aber ich habe gerade schon gesagt, das habe ich noch nie selber gemacht und das werdet ihr auch wahrscheinlich nicht selber machen müssen. Denn es gibt Cargo. Cargo ist jetzt mehrere Dinge, mehrere Aufgaben übernimmt das. Insbesondere ist es aber auch ein Build-Tool und ein Package-Manager. Und das ist auch der offizielle von Rust, von den Rust-Entwicklern. Das heißt, das ist nichts irgendwie von den Nutzern bereitgestellt. Und mit Cargo kann man jetzt sich solche Cargo-Projekte anlegen. Die haben eine gewisse Verzeichnisstruktur. Und da sind hauptsächlich zwei Dinge wichtig, nämlich einmal die cargo.toml. Da schreibt man Konfigurationen rein und gibt Dependencies an und dann der Ordner Source, wo der eigentliche Quellcode drin liegt. Auch das werden wir jetzt mal ausprobieren und werden wir mal ein bisschen schauen, wie wir mit Cargo umgehen können. Da. Na. Also, wir wollen jetzt erstmal ein neues Cargo-Projekt anlegen. Und das geht am allereinfachsten, wenn wir sagen Cargo new und dann der Name. Ich glaube, ich wollte jetzt nichts Besonderes machen, also nennen wir es mal foo. Das legt aber automatisch ein Library-Projekt an. Ihr werdet wahrscheinlich erstmal Binary-Projekte programmieren wollen. Das heißt, ihr wollt dort immer noch den Flag --bin übergeben, um später eine ausführbare Datei zu bekommen. Wenn wir das mal ausführen, und dann sehen wir, es hier ein Ordner foo entstanden. Und da sind jetzt Sachen drin. Kleiner Tipp, falls ihr schon einen Ordner angelegt habt und ihr wollt in dem jetzigen Ordner ein Cargo-Projekt anlegen, dann könnt ihr Cargo init benutzen. Und das funktioniert genauso. Aber gut, werden wir uns jetzt mal angucken, was in diesem foo drin ist. Ja? Nee. Dann darfst du dir das aussuchen. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal Ruby on Rails programmiert? Ach, wenige tatsächlich. Gut, ich dachte, da wurde irgendwie jeder einmal in Datenbanken zugezwungen. Hier ist es so, im Gegensatz zu Ruby on Rails wird hier kein riesiger Verzeichnisbaum angelegt und nicht 1000 Dateien. Es werden tatsächlich nur 2 Dateien angelegt und nur eine, die ihr bisher noch nicht kennt. Also wir können hier mal gucken, hier ist die cargo.toml drin, die ich gerade schon erwähnt hatte. Und in dem Source-Ordner ist nur eine main.rs drin. Das ist alles, was da drin steht. Und wir gucken jetzt mal an, was in diesen Dateien jeweils drin steht. Also in der main.rs steht nur so Beispielcode drin. Und in der cargo.toml steht das hier drin. Also der holt sich irgendwie, glaube ich, von Git automatisch, wer ihr seid. Und sagt dann nur, wie die Crate gerade heißt und legt hier schon so eine leere Dependency-Section an.
Aber erstmal wollen wir den Code ganz normal ausführen und erstmal kompilieren. Also wir haben ja gerade schon gesehen, hier ist einfach nur ein Hello World drin. Das heißt, um das jetzt zu machen, können wir den Befehl cargo build benutzen. Und dann kommt eine etwas andere Ausgabe als bei Rust C. Also wenn jetzt Fehler kommen, sind das dieselben, die bei Rust C kommen würden. Aber hier wird jetzt noch gesagt, was eigentlich gemacht wird. So, und jetzt können wir mal gucken, was passiert ist. Es sind hier noch zwei Sachen entstanden, nämlich einmal eine cargo.log. In der cargo.log, da werden alle Sachen drin gespeichert, oder da werden Informationen über die Dependency gespeichert, und welche Versionen gerade genutzt werden. Das ist erstmal nicht so ganz interessant für uns, aber die entsteht auf jeden Fall. Und dann entsteht dieser Target-Ordner, wo jetzt ein paar andere, also ein anderer Ordner drin ist, und da sind jetzt ganz viele Sachen drin. Das ist alles, was entsteht, wenn wir es kompilieren. Da werden auch alle Dependencies später drin sein und sonstiger Kram. Also da wird alles drin sein, was kompiliert wird, insbesondere auch die ausführbare Datei. Das ist diese foo.exe, die ihr da seht. Die kann ich jetzt auch mal ausführen. Und ja, gut, dann passiert das, was ich erwartet habe. Es geht aber noch einfacher, und zwar können wir sagen cargo run. Und das tut genau das, was wir erwarten. Das kompiliert und führt dann aus. Also, wenn wir hier auch was ändern würden in der Datei, also irgendwie Level 2 und nochmal Cargo Run ausführen, dann kompiliert er auch und führt das direkt aus. Das ist, glaube ich, erstmal alles, was ich zeigen wollte. Genau, aber ihr merkt euch auf jeden Fall, dass ein Target alles Wichtige drin liegt und wir werden gleich noch ein paar mehr Befehle sehen. Das ist das, was ich gerade gemacht habe. Und es gibt dann noch eine komplette Dokumentation. Cargo, da kann man ziemlich viel mit anstellen. Insbesondere kann man diese Konfiguration recht ausnutzen und da sehr viel konfigurieren, wie man quasi auch in Make-Files machen könnte. Nur ein bisschen schöner. Da steht alles da. Ich glaube, das hat nicht ganz so viel Sinn, wenn wir das im Detail durchsprechen, denn da wird man sowieso selten mit zu tun haben und dann kann man immer noch die Dokumentation lesen. Aber jetzt fragen wir uns vielleicht, Cargo ist gut, aber wir haben jetzt noch nichts mit Dependencies gemacht. Jetzt werden wir uns mal angucken, wie das klappt. Und zwar werden wir das an der cargo.toml festlegen. Da haben wir schon diesen Kram hier, den wir schon gesehen haben. Und jetzt können wir hier einfach eine neue Dependency hinzufügen. Wir sagen einfach time gleich 0.1. Habe ich jetzt einfach mal vorgeschlagen. Wenn wir das dann bilden, dann passiert das hier. Dann updatet er irgendwie so eine Registry, dann lädt er ein paar Sachen runter und dann kompiliert er mehrere komische Sachen. Was jetzt hier passiert ist, diese Time ist eine Crate und diese Crate wurde so benannt auf dem offiziellen Crate-Host, der nennt sich crates.io. Der ist auch von den Rust-Entwicklern bereitgestellt und da werden Crates hochgeladen, die man einfach nutzen kann. Das heißt, man muss nicht die sich manuell runterladen von GitHub-Repositories oder ähnliches. Man kann die dort einfach mit einem Namen ansprechen. Zum Beispiel gibt es diese Crate Time, die ein paar Funktionalitäten rund um Zeit bereitstellt. Und diese Time Crate hat jetzt selber wieder Abhängigkeiten. Wie wir da sehen, ist das zum Beispiel libc oder winapi. Diese Sachen werden gebraucht, um zum Beispiel die aktuelle Zeit vom Betriebssystem zu holen. Also sind das wiederum Dependencies von der Time und alles wird kompiliert. Also wenn wir Cargo Build ausführen, lädt es erstmal alle Dependencies runter, die wir noch nicht haben. Es kompiliert alle Dependencies und gibt dann diese Dependencies per extern Flag auch in unsere Applikation. Das heißt, wir können in unserer Applikation einfach extern crate time schreiben, ganz oben, ohne irgendwas anderes machen zu müssen. Wir schreiben das einfach hin und dann wird das automatisch an uns weitergereicht. Gucken wir uns mal dieses crates.io an. Na gut, dann manuell. Die Seite ist nicht wunderhübsch, das muss, also finde ich zumindest leider, aber sie erfüllt ihren Zweck. Also hier gibt es irgendwie immer Crates und da gibt es einen festen Namen und die steht für eine Crate, da kann man auch selber Crates hochladen. Und ja, das sind irgendwie so die meistgenutzten Crates und hier kann man jetzt auch noch nach Crates suchen.
Wenn wir jetzt hier mal auf irgendwas gehen, wenn wir zum Beispiel mal Time suchen, weil wir irgendwas mit Zeit machen wollen, kommen wir auch auf diese Crate gerade. Und wir sehen hier schon irgendwie 1,2 Millionen Downloads. Und dann gibt es hier ein paar Informationen über das Paket oder über die Crate. Unter anderem, wer es gerade verwaltet. Und hier steht dann immer noch, wie man es in die cargo.toml einfügen könnte. Ihr merkt jetzt vielleicht, hier steht noch dieses Punkt 3.5 hinter oder Punkt 35 hinter. Werden wir sofort bereden, was das zu bedeuten hat. Und hier stehen dann noch andere Sachen, wovon die Crate wiederum abhängt, wie zum Beispiel diese Win-API. Die wird natürlich nur kompiliert, wenn ihr auf Windows kompiliert, wie ich gerade, sonst wird irgendwie was anderes kompiliert. Zum Beispiel wahrscheinlich Kernel 32 Sys. Und ja, also wie gesagt, ein bisschen Informationen gibt es ja einfach darüber, was da los ist. Und insbesondere kann man auch zum Repository springen und kann man sich dort auch direkt den Code angucken. Und ihr seht, auch das ist wieder nur ein Cargo-Projekt. Also hier gibt es auch wieder eine cargo.toml und einen Source-Ordner. Die anderen Sachen sind ziemlich irrelevant für das, was wir damit anstellen wollen. Meist gibt es hier noch eine Beschreibung und so weiter. Aber wie ihr schon hier gemerkt habt, gibt es auch einen Link zur Dokumentation. Das ist ganz sinnvoll, wenn ihr mal eine externe Crate benutzen wollt, was zufällig in diesem Aufgabenblatt passieren wird. Dann springt ihr gleich zu dieser Dokumentation, die wie gesagt so aussieht wie die Standard-Library-Dokumentation, denn das wird alles mit Rust erzeugt, diese Dokumentation. Ja, dann wird nochmal, also manchmal wird da schön beschrieben, wie man das nochmal einbindet und dass man hier dann einfach extern create time sagt. Und dann seht ihr hier, wie in der Standardbibliothek, was man damit eigentlich machen kann. Also welche Structs habe ich hier? Und hier habe ich anscheinend zum Beispiel diese Function now. Und wenn ich da mal draufklicke, nur um das mal zu sehen, ja, die kann man irgendwie aufrufen und dann kommt so ein TM zurück. Und dann klicke ich mich da eben durch, um zu verstehen, was da genau passiert. Dieses TM ist anscheinend ein Struct, was mehrere Felder hat. Und wir wollen das jetzt auch nochmal uns angucken kurz, wie das funktioniert. Und zwar werde ich auch hier wieder in meine cargo.toml gehen und werde jetzt hier auch die Time hinzufügen. Ich sage hier aber wirklich nur 0.1. Also vielleicht ging das jetzt zu schnell. Ich habe das einfach nur dahin gepackt in die Dependency-Section. Jetzt kann ich hier oben einfach extern create time sagen, wie es mir versprochen wurde. Dann kann ich hier zum Beispiel diese Zeit ausprinten, indem ich einfach sage time.doppelpunkt.now. Das sollte so gehen. Da kam ja irgendein Struct zurück und die Struct kann ich hoffentlich auch mit dieser Debug-Ausgabe ausgeben. Wenn wir also ins Terminal gehen und nochmal Cargo Run ausführen. Ihr werdet merken, wenn ihr mit Sublime Text arbeitet, dann wird Sublime Text bei Cargo-Projekten automatisch schon Dinge im Hintergrund kompilieren. Das heißt, er kompiliert es gerade schon im Hintergrund, um irgendwelche Checks zu machen. Zum Beispiel, das jetzt mal speichere. Es dauert beim ersten Mal ein bisschen länger, weil er ja die ganzen Dependencies kompilieren muss. So, jetzt hat er es anscheinend fertig gemacht. Deswegen ging es auch im Terminal nicht. Ja, er hat gerade auf was anderes gewartet, weil eine andere Cargo-Instanz das gerade kompiliert hat. Aber gut, gehen wir hierhin zurück. Ihr werdet sehen, wenn ihr dieses Rust-Enhanced-Plugin installiert habt in Sublime, dann wird sowas auftauchen. Dann werden diese ganzen Compiler-Fehler schon direkt in eurem Quellcode auftauchen. Und immer. Also wie gesagt, ihr müsst ein mit Package Control ein Package installieren und das heißt Rust Enhanced. Ja, habe ich schon gemacht, aber trotzdem kommt bei mir solche Fehlermeldungen nicht. Das kommt nur, wenn ihr mit einem Cargo-Projekt arbeitet. Ach so. Ja, das war, also deswegen habt ihr das bis jetzt noch nicht gemerkt. Ich weiß nicht genau, warum nicht, aber es kommt eben nur in einem Cargo-Projekt. Ja, genau, also dann würden wir jetzt hier nochmal Cargo Run sagen. Er hat natürlich jetzt alles schon von Sublime aus kompiliert, deswegen werden wir hier nicht viel sehen, sondern einfach nur, okay, es ist fertig. Aber dann kommt irgendwie so ungefähr das raus, was wir erwartet haben. Also scheint irgendwie zu funktionieren. Bisschen schade, dass Sublime das jetzt schon gemacht hat, sonst hättet ihr gesehen, okay, er lädt die ganzen Sachen runter, jetzt kompiliert er die ganzen Dependencies und jetzt ist es fertig. Aber jetzt hat er eben schon aus dem Internet diese Crate geladen, eingebunden und es funktioniert einfach alles so.
springen wir mal wieder zur Präsentation. Jetzt reden wir ganz kurz über diese komischen Versionsnummern. Ihr habt ja gerade gesehen, manchmal wurde da gesagt, Time 0.1.35 und ich habe einfach 0.1 nur angegeben. So, und jetzt reden wir kurz über das Semantic Versioning. Das ist etwas, was unabhängig von Rust ist, aber was gerade in neuen Projekten oft und gerne benutzt wird. Eine Versionsnummer beim Semantic Versioning besteht aus drei Teilen. Und der erste Teil ist die sogenannte Major Version. Das ist etwas, was angibt, wann ein sogenannter Breaking Change passiert ist. Das heißt, wenn man eine Library entwickelt und man ändert jetzt das Interface dieser Library so, dass alte Programme, die mit der alten Library funktioniert haben, nicht mehr funktionieren, dann ist das ein Breaking Change. Das heißt, wenn wir jetzt vorher in unserer Mini-Library greet, da hatten wir Hello, wenn wir die Funktion einfach umbenennen zu Say Hello oder sonst was, dann wäre das ein Breaking Change. Man möchte natürlich selten seine Interfaces irgendwie ändern, damit man diesen Breaking Change selten hat, damit diese Library sehr lange rückwärtskompatibel bleibt. Also fügt man meist nur neue Features hinzu oder sonst was. Dazu ist nämlich diese Minor Version. Die wird immer erhöht, wenn wir ein Feature hinzufügen, irgendwie, wo wir meinen, dass sich das lohnt, das zu erhöhen. Also wenn wir irgendein Feature hinzufügen, was aber noch rückwärtskompatibel ist. Das heißt, was die bisherigen Programme nicht kaputt macht. Wie zum Beispiel, wenn wir bei unserer Greet Library noch eine Funktion Ciao oder sowas hinzufügen würden. Das würde ja existierende Programme nicht kaputt machen, weil Hello ist immer noch da. Aber da würden wir einen Minor Version Bump machen. Und das letzte nennt sich Patch. Und das wird immer erhöht, wenn ein rückwärtskompatibler Bugfix gemacht wird. Das heißt, öfters sind ja mal kleine Bugs in dieser Crate drin. Das heißt, man möchte immer mal, wenn man einen Bug gefunden hat, diesen fixen und dann eine neue Version veröffentlichen. Da erhöht man immer diesen Patch, diese Patch-Nummer. Aber eben nicht Minor, denn Minor will man nur für neue Features erhöhen. Und jetzt gibt es noch eine Sonderregel. Und zwar, wenn die erste Stelle 0 ist, wie gerade bei unserer Time-Crate, also erstmal sagt das dann sowas aus wie, die Crate wurde noch nicht offiziell released. Allerdings ist das immer so ein Problem, denn die meisten Leute, die so eine Crate schreiben, sind immer sehr zurückhaltend und haben immer Angst, die 1.0-Version zu veröffentlichen, weil die dann denken, sie hätten Verpflichtungen und sonst was. Also werdet ihr sehen, dass ganz viele Crates mit 0 anfangen. Wenn das so ist, dann verschiebt sich die Bedeutung eine Stelle nach rechts. Das heißt, die zweite Stelle, in blau jetzt, ist die Major-Version und die dritte Stelle fasst irgendwie Minor und Patch zusammen. Das heißt, wenn ich von 0.2 auf 0.3 gehe, dann ist das schon eine rückwärts inkompatible Änderung. Und in cargo.toml wollen wir eigentlich immer nur den Major angeben, die Major-Nummer. Das heißt, entweder nur eine Zahl oder wenn es mit 0 anfängt, wie gerade bei unserer Time-Crate, und wir sagen 0.1 in unserem Fall. Denn so können wir immer noch neue Updates bekommen, denn wir sagen nicht, es muss unbedingt 0.1.35 sein. Wenn wir das sagen würden, würden wir neue Bugfixes überhaupt nicht mehr reinbekommen. Aber wenn wir einfach nur 0.1 sagen, bekommen wir neue Updates, aber eben keine Updates, die rückwärts inkompatibel sind. Also das macht nie unsere Crate kaputt. Wir könnten da ja auch sowas angeben wie irgendeine Version von der Crate, aber das wäre schlecht, denn wenn wir updaten, könnten wir uns auf einmal eine neuere Version runterladen, die aber nicht mehr rückwärtskompatibel ist. Ich hoffe, das macht Sinn, dass man da immer nur die Major-Version angibt. Deswegen habe ich da nur die 0.1 angegeben. Reden wir mal ein bisschen mehr über Cargo oder zeigen wir nochmal mehr. Das zeige ich einfach in live. Ist ein bisschen spannender. Was wollte ich denn alles zeigen? Das ist jetzt eine Binary Crate, aber man könnte für Library Crates zum Beispiel solche Beispiele anfertigen. Wisst ihr, ich mache das nochmal besser. So, Cargo New, das wird unsere Greet Library. Und hier haben wir auch alles neu und jetzt gucken wir nochmal eben hier in der Quelldatei. Bei Libraries steht automatisch das da drin. Das entferne ich mal wieder und sage einfach pubfn. Hello und ja, das Bekannte. So, das ist jetzt unsere Library als Cargo-Projekt. Die könnten wir im Übrigen auch so schon direkt auf Cargo hochladen, aber das sollten wir vermeiden, denn es ist eine schlechte Library und wir wollen nicht die Namen auf Cargo klauen. Also wir können das jetzt erstmal bilden. Ups.
Okay, aber wir können nicht Cargo Run ausführen, denn das ist ja eine Library, das heißt, das können wir nicht ausführen direkt. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel, also wir können ein Beispiel hinzufügen zu dieser Library, um Nutzern zu zeigen, wie könnte man unsere Library nutzen. Dazu macht man sich einen Examples-Ordner und erstellt da irgendeine Datei drin, zum Beispiel, also jetzt fällt mir kein guter Name ein, weil es eben so Minimalbeispiele sind, nur, aber nennen wir es einfach mal hello.js. Und hier können wir dann sagen, extern create greet. Also in diesem Beispiel nutzen wir ja, die Beispiele sollen ja zeigen, wie man die Library nutzt, die wir gerade programmieren. Also können wir die Library mit extern create einbinden. Und die müssen dann aber eine Main haben, denn das werden Executables. Und hier wollen wir dann auch wieder einfach nur greet hello aufrufen. Wenn wir jetzt Cargo Build machen, passiert noch nicht sehr viel. Wenn wir Cargo Run machen, passiert auch noch nichts. Wir müssten ihm sagen, führ mal diese spezielle Sache aus. Und zwar sagen wir Cargo Run minus minus Example. Und ich glaube, wir haben es Hello genannt. Dann bildet er das Example und führt es dann auch automatisch aus. Man kann da mehrere Beispiele haben. Meist bestehen die Beispiele immer nur aus einer Datei, weil das recht kleine Beispiele sein sollen. So kann man das auf jeden Fall mit den Beispielen machen. Wie ihr gerade schon gesehen habt, gab es ja auch schon so eine automatische Testfunktion. Natürlich sollten Libraries am besten irgendwelche Tests drin haben, damit die immer automatisch getestet werden können. Ich werde jetzt mal einen hinzufügen. Unsere Library können wir jetzt... Oh, Entschuldigung, das ist natürlich die falsche Datei. Das ist das Beispiel. Gehen wir zurück in unsere Library. Unsere Library können wir jetzt sehr, sehr schlecht testen, denn wir beschäftigen uns nur mit Ausgabe und da müssten wir schon etwas schwierigere Sachen machen. Deswegen werde ich einfach hier mal Blödsinn reinschreiben. Wir wollen mal gucken, ob unser Computer noch funktioniert. Und wenn wir das jetzt testen wollen, müssen wir einfach nur Cargo-Test ausführen. So, und ja, jetzt läuft ja alle Tests durch und unser Stupid ist durchgelaufen, aber dann steht hier noch sowas von Doc-Test. Da gibt es jetzt null Tests, aber er läuft irgendwie solche Doc-Tests durch. Und dazu zeige ich auch nochmal, was das zu bedeuten hat. Ihr schreibt jetzt am besten eine schöne, lange Dokumentation über eure Funktionen, die ihr im Interface habt. Hier kann man nicht sehr viel mehr sagen dazu, aber man könnte ja zum Beispiel ein Beispiel angeben, auch hier in der Dokumentation, indem wir einfach sagen, Example. Also das ist Markdown, nochmal zur Erinnerung. Das ist etwas, was man irgendwie auf GitHub öfters mal benutzt, wo man irgendwie weiß nicht, wenn man etwas in ein Sternchen setzt, dann ist das auf einmal kursiv. Und wenn man das in zwei Sternchen setzt, dann ist es fett geschrieben und sowas in der Art. Um hier ein Beispiel anzugeben, nutzen wir auch dieselbe Syntax wie auf GitHub, wenn wir da Kommentare schreiben. Und zwar nutzen wir diese komischen Backticks und sagen irgendwie so, du kannst einfach so. Ich bin jetzt gerade halbwegs unsicher. Du kannst es einfach so benutzen. Das ist jetzt ein Beispiel, wie wir es einfach in die Dokumentation schreiben würden. Dann schauen wir mal, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Wenn wir jetzt nochmal Cargo Test ausführen. Aha. Ja, okay, so funktioniert das nicht. Wir müssen den Test noch ein bisschen vollständiger machen, indem wir sagen, use greet hello. Jetzt hat es funktioniert, okay? Das heißt, wenn ihr solche Beispiele in eurer Dokumentation habt, was sich anbietet, ihr werdet auch in der Standardbibliothek dauernd Beispiele in der Dokumentation sehen, dann läuft er automatisch diese Beispiele durch und testet die auch. Das ist auch ganz hilfreich. Also testet, ob die überhaupt kompilieren. Darum geht's. Was haben wir noch im Angebot? Ja? Hello jetzt Rückgabewerte gucken, ob der mit bestimmten Parametern Rückgaben macht und so weiter. Oder testet der Doc-Test ausschließlich, ob es kompiliert? Der Doc-Test schließt ausschließlich, ob es kompiliert, genau. Sonst hast du einfach die anderen Unit-Tests, die das testen können. Wenn wir irgendwann mal unseren Ordner sauber machen wollen,
Das kann insbesondere passieren, wenn ihr sehr, sehr viele Abhängigkeiten habt mit weiteren vielen Abhängigkeiten, dann kann dieser Target-Ordner schon mal an die 100 Megabyte groß werden oder sonst was. Da können wir einfach sagen, Target clean. Und jetzt sehen wir, der Target-Ordner ist nicht mehr da. Wenn wir jetzt nochmal Cargo Build sagen, dann kompiliert ihr alles nochmal. Also der wirft mit Cargo Clean alle eure Ergebnisse weg bisher und kompiliert alles nochmal. Wir gucken uns das nochmal in unserer unserer Crate an, wo wir diese Time Crate benutzt haben. Da habe ich jetzt auch Cargo Clean gesagt und wenn ich jetzt nochmal Cargo Build sage, dann sehen wir auch alles, was tatsächlich passiert, nämlich es werden mehrere Dependencies kompiliert. Runterladen muss er das natürlich nicht mehr, denn das hat er einmal runtergeladen und das wird global gespeichert, das Runtergeladene. Ja, da braucht er irgendwie mal ein bisschen länger, wahrscheinlich, weil ich so eine komische Konfiguration hier benutze. Aber ich denke, das ist mehr oder weniger alles. Ich breche das mal ab. Eine Sache könnt ihr noch machen, ihr könnt Cargo Update sagen. Das holt sich einfach nur noch von diesem Crates-Index nochmal, was sind die neuen Versionen von unseren Dependencies. Das heißt, wenn jetzt gerade eben, während ich erzählt habe, von Time ein neuer Patch released wurde und Time jetzt die Version 0.1.36 hat, würde Cargo das jetzt merken und würde entsprechend die Version aktualisieren. Aber das nur nebenbei. Und zuletzt noch eine Sache. Es ist ziemlich klar, dass Rust sehr stark auf Performance setzt. Aber falls ihr schon mal irgendwas ausprobiert habt, zum Beispiel euren Primzahltest mit allen Zahlen von 0 bis 1 Million oder 1 Milliarden zu testen, könnte das eventuell lange dauern. Generell ist es so, dass der Compiler unoptimiert etwas kompiliert per Standard. Das seht ihr auch hier, unoptimized. Das passiert automatisch, denn wenn wir es unoptimized machen, dann ist der Build schneller, also dann können wir schneller kompilieren. Aber ich denke, was zumindest einige von euch nicht wissen, ist, dass Compiler sehr, sehr viele Optimierungen oft einbauen in die Programme, die sie kompilieren. Wenn ihr nur mit Java zu tun hattet, dann kennt ihr das wahrscheinlich nicht, denn Java kompiliert dazu irgendwie zu Bytecode und das ist etwas komischer. Aber Compiler wie der Rust-Compiler oder C++-Compiler benutzen sowas wie Programmoptimierung. Das ist ein zusätzlicher Schritt, der sich später das produzierte Programm anguckt und guckt, welche Sachen sind überflüssig, welche Sachen kann ich schneller machen. Und diese Programmoptimierung ist extrem mächtig. Ich würde da gerne länger drüber reden, aber ich glaube, das geht erstmal am Thema vorbei. Auf jeden Fall, gerade bei Rust ist dieser Unterschied zwischen unoptimiert und optimiert riesig. Man kann da riesige Unterschiede feststellen. Letztendlich ist es so, dass wenn wir in Rust hohe, ich sag mal, abstrakte Konzepte benutzen, wie wir später sehen werden, wenn wir da irgendwelche Iteratoren benutzen oder sonstiges, dann ist das, wenn unoptimiert, sind das wirklich viele Objekte, viele Methodenaufrufe und so weiter. Aber der Optimierer kann daraus sehr, sehr hochoptimierten Maschinencode machen. Das heißt, so können wir dann ziemlich schnell zu sehr, sehr schnellem Code kommen. Das können wir machen, indem wir bei Cargo Build, oder sagen wir mal Run, --, Release sagen. Also man hat ein Debug und ein Release Build. Der Debug Build, wie gesagt, optimiert nicht, das ist für den Benutzer gedacht, für den Programmierer gedacht, denn der Programmierer möchte nicht immer so lange warten, wenn es kompilieren soll. Wenn wir aber das hier sagen, dann kompiliert er auch normale Abhängigkeiten im Release-Mode und baut da eben Programmoptimierung ein. Das kann wirklich riesige Unterschiede haben, also Faktoren bis 100 sind auf jeden Fall möglich, also von Laufzeit. Hier wiegt man einfach Laufzeit gegen Kompilierzeit ab. Wenn man oft kompiliert, möchte man kurze Kompilierzeiten haben, dann hat man aber auch langsamere Programme. Man kann aber auch sagen, Compiler streng dich mal an, dann hat man längere Kompilierzeiten, aber schnellere Programme. Und Release Build ist einfach, wenn man das an den Nutzer verschickt, an sein Programm, sein Spiel oder was auch immer, dann möchte man das natürlich möglichst schnell machen. Da kann man sich auch einmal die Zeit nehmen, um das im Release Mode zu bilden. Obwohl das in den meisten Fällen tatsächlich nicht viel länger dauert. Ihr werdet aber trotzdem erstmal wahrscheinlich im Debug-Mode bleiben. Das lasse ich einfach im Hintergrund. Ah. So, genau, und jetzt sagte ich auch schon Optimized, ja? Jetzt sieht man natürlich keinen Unterschied, weil unser Programm so klein ist. Aber später werden wir irgendwann nochmal ein größeres Beispiel sehen, wo das einen Unterschied macht. So, das habe ich, glaube ich, alles erzählt hier.
Ja, genau. Hinweis, wenn ihr mit Rust C kompiliert, dann übergebt ihr den minus O Flag. Ist ein anderer Flag einfach mal. Gibt es wie in C verschiedene Compiler-Optimierungsstufen oder gibt es nur optimierte, nicht optimierte? Nee, es gibt auch unterschiedliche Stufen, genau. Aber in den meisten Fällen möchte man ja gar nicht optimiert oder höchst optimiert haben. Das heißt, minus O ist höchst optimiert. Genau. Minus O entspricht, also minus O ist einfach nur ein Alias für minus O3. Okay, gibt es Probleme, wenn man O3 verwendet? Weil bei GCC zum Beispiel, bei einigen Programmen, wenn man O3 verwendet, fliegt es einem um die Ohren. Ja, nein, sowas passiert eigentlich nicht, nein. Man kann vielleicht, ich weiß nicht, wie gerade der Status ist, aber ja, von einem Jahr oder so war das mal, dass bei vielen Optimierern, auch bei Clang, das so war, dass bei O3 das tatsächlich manchmal langsamer geworden ist als bei O2. Aber das sind jetzt solche Details, darum müssen wir uns erst eigentlich erstmal nicht kümmern. Okay, jetzt haben wir also drei Tools kennengelernt, die wollen wir jetzt gerade mal noch kurz vergleichen, damit wir das nochmal alles richtig im Kopf haben. Wir haben unser Rust C, das ist natürlich der Compiler, also der Kern der ganzen Sache. Den brauchen wir auf jeden Fall irgendwie. Aber wir werden das nicht unbedingt immer manuell benutzen. Die Benutzung beschränkt sich hauptsächlich darauf, dass wenn wir irgendwie sehr, sehr kleine Programme haben, die meist aus einem Modul bestehen, dann benutzen wir Rust C direkt. Wenn wir kleine Tests schreiben, wenn ich irgendwie kurz was runterhacken möchte und jetzt nicht auf den Playground Zugriff habe zum Beispiel, dann würde ich das auch mit Rust C kompilieren und Rust C wird von anderen Tools benutzt. Aber sonst werdet ihr merken, dass ihr, sobald ihr an einem etwas größeren Projekt arbeitet, werdet ihr eigentlich immer Cargo benutzen. Das ist, wie gesagt, unser Build-Tool und Package-Manager und nutzt intern natürlich Rust C, also ruft Rust C auf und das benutzt man quasi für alles. Und insbesondere, sobald man irgendeine Dependency hat, die von Crates.io kommt, möchte man ohne Cargo das nicht machen. Also werden wir meist mit Cargo umgehen. Und Rust Up, nur nochmal zum Vergleich, das hat jetzt nicht wirklich damit was zu tun. Das ist ein Compiler-Version-Manager. Einige von euch haben das ja über Rust Up installiert. Der verwaltet also unterschiedliche Versionen des Compilers und von Cargo. Das ist manchmal ganz sinnvoll. Und insbesondere bietet er auch noch Werkzeuge zum Cross-Kompilieren. Weiß jemand von, wer von euch weiß, was Cross-Kompilierung ist? Okay, drei Leute vielleicht oder so. Cross-Kompilierung heißt, dass man von einem Betriebssystem, einem Host-Betriebssystem, wie zum Beispiel Windows, jetzt bei mir, auch wenn das irgendwie komisch Terminal Linux aussieht, aber es ist Windows, dass man da zu einem anderen Betriebssystem oder einer anderen Architektur kompiliert. Wenn ich jetzt also eine Binary-Datei für Linux erzeugen würde, die ich einem Freund, der unter Linux arbeitet, schicken könnte, dann könnte ich das mit Rust Up ziemlich einfach einrichten, dass ich das machen kann. Das ist erstaunlich einfach und wer schon mal C++ oder C programmiert hat, ist das eigentlich gewohnt, dass das sehr, sehr schwierig ist, dieses Cross-Kompilieren. Das ist insbesondere bei Rust sehr interessant, denn Rust hat sehr, sehr viele unterschiedliche Targets, also unterschiedliche Systeme, die unterstützt werden. Ich kann hier ohne Probleme für den Raspberry Pi kompilieren zum Beispiel. Das ist ja noch eine ganz andere Prozessorarchitektur. Also das ist ja noch ARM im Gegensatz zu x86, was wir auf den meisten normalen Desktop-PCs haben. Das kann ich einfach dahin kompilieren und dann kommt da Maschinencode raus, der auf ARM ausgeführt werden kann. Ich kann auch für Android kompilieren ohne Probleme. Und was besonders interessant ist, das ist erst kürzlich hinzugekommen, ich kann auch zu JavaScript kompilieren, was extrem komisch erscheint. Aber JavaScript wird immer wichtiger, denn wir arbeiten fast alle nur noch im Browser. Also irgendwie alles, was wir machen. Wir hören Musik über den Browser. Wir haben wahrscheinlich kaum noch einer von uns irgendwie einen lokalen Musikplayer. Wenn, dann macht man das über YouTube oder über Spotify oder Google Play Music oder was auch immer. JavaScript wird extrem wichtig und fürs Web zu kompilieren wird extrem wichtig. Und da wir auch immer mehr anspruchsvolle Applikationen im Web haben, möchten wir gerne schnell einen JavaScript-Code haben. Was problematisch sein kann mit JavaScript, wenn man mal JavaScript geschrieben hat. Und da gibt es jetzt wirklich Ansätze, JavaScript-Code hoch zu optimieren. Einmal gibt es irgendwie asm.js. Das ist ein Subset von JavaScript, das extra so definiert wurde, dass der Browser das hoch optimieren kann, wenn er das sieht. Und Rust kann eben dahin kompilieren. Das heißt, wir haben unseren Rust-Code mit einem schönen Typsystem im Gegensatz zu JavaScript. Kompilieren das dann mit Optimierung schon zu asm.js und das wird dann vom Browser nochmal schnell ausgeführt. Da hat man dann tatsächlich nur einen Geschwindigkeitsverlust von ungefähr Faktor 2 im Gegensatz zu, wenn man das lokal und nativ ausführen würde. Das ist ziemlich erstaunlich.
dass man das tatsächlich hinbekommt, obwohl es vom Browser eigentlich interpretiert wird. Es gibt auch noch WebAssembly, das ist noch ein bisschen neuer, aber gut, ich werde da nicht weiter einsteigen. Ihr seht auf jeden Fall, es gibt Möglichkeiten, Rust-Code nicht nur zu einer Executable des Betriebssystems zu kompilieren, sondern sehr einfach auch zu anderen Plattformen, unter anderem dem Web. Und das benutzt man eben zur Installation vom Rust-Compiler zum Beispiel oder zur Cross-Kompilierung. Und ganz am Ende wollte ich nur nochmal, weil das gerade so ungefähr hier hereinpasst, über die unterschiedlichen Compiler-Versionen reden und wann immer ein neuer Compiler released wird. Und zwar alle 6 Wochen wird eine sogenannte Stable-Version veröffentlicht. Es gibt einmal den Stable-Compiler, den wir alle benutzen, wahrscheinlich. Und dann gibt es noch den Nightly-Compiler. Der Nightly-Compiler ist etwas, was jede Nacht aus dem offiziellen GitHub-Repository rausgezogen wird und veröffentlicht. Das entspricht also genau das, woran die Leute gerade arbeiten. Das ist also ziemlich unstabil oft. Es geht hin und wieder mal kaputt, wenn jemand aus Versehen etwas einbaut und es wurde nicht richtig getestet, dann gehen irgendwelche Crates kaputt. Zum Glück merkt man das ja aber früh genug. Insbesondere bietet der Nightly Compiler aber auch sogenannte Unstable Features. Das sind Sprachfeatures, wo sich die Rust-Entwickler noch nicht genau einigen konnten, wie die das jetzt wirklich in die Sprache einbauen. Die haben erstmal so eine Vorversion davon, um das nutzen zu können, um damit rumzuspielen, aber die sind noch nicht fest in der Sprache drin. Das heißt, ihr werdet manchmal, wenn ihr irgendwelche Crates seht, werdet ihr sehen, okay, wir haben diese Unstable Features oder wir haben diese Funktionalitäten, aber die benötigen einen Nightly Compiler. Dann sollte man meist die Finger davon lassen, aber es gibt, ist da eben viel möglich. Alle 6 Wochen wird diese Stable veröffentlicht, das heißt, im Moment haben wir diese Version 1.13.0, auch hier ist Semantic Versioning drin. Und gerade gibt es auch noch eine andere Version, das ist die Beta-Version, die ist immer eine Version neuer als die Stable-Version. Das ist nochmal 6 Wochen Zeit, um den Compiler nochmal komplett zu testen. Und dann gibt es eben diese Nightly, die gerade auf 1.15 ist. Und alle 6 Wochen, eben, wie ich schon erwähnt habe, am 22. Dezember kommt die nächste Version raus, wo sich auch wieder ein paar kleinere Sachen ändern. Und dann rückt das alles ein weiter. Das passiert alle 6 Wochen und ja, dann könnt ihr euch vorstellen, wie lange es Rust schon ungefähr gibt, wenn wir bei 1.13 sind. Gibt es dazu erstmal Fragen zu all dem, was ich gerade gesagt habe? Dann würde ich jetzt anfangen, diesen Calculator. Achso, das habe ich euch noch gar nicht verraten. Ich möchte gerne jetzt ungefähr dasselbe machen, was ihr machen müsst in eurer Hausaufgabe. Ihr müsst dann eure Hausaufgabe, nämlich eure Pokémon-Lösung nehmen, oder meine Lösung, und die in ein Cargo-Projekt umwandeln und da auch einen Modulbaum bauen. Und ihr müsst dann noch eine externe Crate benutzen, um eure Pokémon-Applikation etwas zu verschönern. Und genau das werde ich hier machen, nur mit dem Calculator, der etwas kleiner ist. Ich baue mal eben das mit der Aufnahme um. So, dann bin ich jetzt wieder bereit. Also, eure Aufgabe ist es eine Hausaufgabe. Ihr könnt natürlich jetzt mitprogrammieren, aber ich glaube, das ist jetzt gerade nicht so ganz sinnvoll. Wir werden einfach mal so, also ich werde wahrscheinlich einfach nur vorprogrammieren. Eure Aufgabe ist eine Hausaufgabe, dieses Cargo-Projekt anzulegen. Und ich habe auch in der Aufgabenstellung schon beschrieben, wie ihr das am besten angeht. Nämlich am besten erstellt ihr euch erstmal ein leeres Cargo-Projekt und geht langsam voran, bevor ihr wirklich euren Pokémon-Code oder in diesem Fall den Calculator-Code da einbindet. Dazu machen wir ganz normal irgendwie Cargo New und ich nenne das jetzt mal Call. Das ist natürlich ein Binary-Projekt und das wird Calculator. Jetzt gehen wir da mal rein in den Ordner und jetzt haben wir schon ein leeres Cargo-Projekt, ist noch nicht so spannend. Jetzt möchten wir uns mal überlegen, kurz vorher, ich habe euch das zum Glück in der Aufgabenstellung schon einmal vorgeschrieben, wie ihr das strukturieren wollt, aber wir müssen uns jetzt gerade überlegen, wie wollen wir unseren Verzeichnisbaum strukturieren? Wir erinnern uns, dass wir so mehrere Haupttypen hatten und Hauptfunktionen in unserem Calculator. Wir hatten einmal unsere Main natürlich, die irgendwie die ganze Eingabe und Ausgabe handelt. Dann hatten wir unseren Lexer oder unseren Tokenizer und unseren Parser. Und dieser Parser war auch Teil von dieser Expression, von diesem Expression-Baum.
Deswegen würde ich hier einfach mal sagen, wir stellen uns drei unterschiedliche Module. Und zwar wollen wir einfach nur das Virtual-Modul haben. Darunter dann ein Modul, das nennt sich Flex. Und ein Modul, das nennt sich, wenn es einfach mal Expression, also Expression. So, und jetzt ist die Frage, wie wir das genau machen. Wir haben ja unseren Source-Ordner, wo erstmal nur diese Main drin ist. So. Wie müssen wir jetzt, was müssen wir jetzt machen, um diese Verzeichnisstruktur oder diese Modulstruktur aufzubauen? Ich merke schon, heute ist ein sehr müder Tag. Das ist in Ordnung. Na gut, ich bin mal nicht so. Ich verrate es euch mal. Also wir wollen, da das beides direkt Blattmodule sind, also nicht noch weitere Kinder haben, stellen wir direkt zwei Dateien im selben Ordner wie das wie der Vater, also in dem Source-Ordner. Das heißt, wir erstellen uns jetzt zum Beispiel die Datei lex.rs. Und die binden wir natürlich ein mit modlex in der Main. Und dann erstellen wir jetzt noch die Datei expr.rs. Und auch die binden wir ein in der Main. Wir können das ja schon mal bilden. Es passiert jetzt noch nichts Interessantes, aber es funktioniert irgendwie. Und das war jetzt noch recht einfach, aber ihr wollt das bei Pokémon auf jeden Fall erstmal vorher diesen ganzen Baum aufbauen, damit ihr nicht immer alles vermischt. Und jetzt können wir also übergehen dazu, unseren Code vom Calculator da rein zu kopieren. Ich öffne mal kurz die Lösung hier. Mach mal gerade ein bisschen kleiner, damit ich große Code-Teile besser kopieren kann. Wir kopieren zum Beispiel erstmal alles, was mit Lexing zu tun hat, in dieses Lex-Modul. Zum Beispiel den Typen Token, den Typen LexError und die Funktion Tokenize. Die kopieren wir hier rein. Dann, wenn ich speichere, seht ihr schon, da passieren einige Dinge, die nicht so gut sind. Wir kopieren dann mal die Main und dieses ReadString kopieren wir in unsere MainRS, also unser Wurzelmodul. Auch hier wird wahrscheinlich schon wieder vieles schief gehen, genau. Und dann mehr oder weniger den Rest nicht das hier. Also alles, was mit Expression zu tun hat, kopieren wir in das Expression-Modul. Ja, quasi alles das hier. Falls ihr euch zufällig die Musterlösung angeguckt habt, hier gibt es noch so einen Type-Alias, Integer, den ich auf i64 gelegt habe. Das ist einfach nur ein Alias, um später zu verändern, mit welchem Integer ich intern rechne beim Calculator. Kann ich einfach 32 hinschreiben und jetzt ändert er das überall im Code, weil ich überall in diesem Code nur den Type, den Alias benutzt habe, Integer. Diesen Integer würde ich wahrscheinlich einfach in unsere Main, also jetzt, wo wir unseren neuen Baum aufbauen, da auch einfach in die Main reinpacken. So, und jetzt können wir quasi nach und nach vorgehen, immer alle Fehler zu beheben. Zum Beispiel gibt es diesen unresolved name tokenize. Was muss ich denn jetzt hier vorschreiben? Oder was muss ich überhaupt machen, um dieses Tokenize benutzen zu können? Ja. Ich würde sagen, use Lex und Tokenize. Und Tokenize muss auch verwechselt. Ganz genau, richtig aufgepasst. Wir können einfach hier dann sagen, use Lex Tokenize. Ups. Und ich habe gerade gespeichert und er sagt mir schon, wie du auch schon vorhergesehen hast, Tokenize ist private als Funktion. Deswegen gehen wir hier mal in Lex rein und ignorieren erstmal die ganzen Fehler, aber setzen diese Funktion erstmal auf public.
Und hier können wir uns schon denken, wir wollen auch diese ganzen Fehler auf die ganzen Typen auf Public setzen, denn die wollen wir auch irgendwie nutzen außerhalb dieses Moduls. Zurück in die Main. Speichern wir. Und das geht also schon mal weg. Wunderbar. Dann ist das Problem hier noch. Okay. Das ist ungefähr ähnlich. Also wir müssen diese Expression einmal nutzen. Den Typen Expression. Und hier sehen wir auch wieder, der ist private. Schade. Also wollen wir auch hier einmal pub davor schreiben. Vor die Expression. Im Übrigen auch vor OP. Denn wir merken, das wollen wir auch nachher nutzen. Und vor den Parse-Error. Wenn wir jetzt nochmal in die Main gehen, dann geht dieser Fehler weg. Und das funktioniert auch tatsächlich schon, denn das wundert mich. Achso, das funktioniert irgendwie noch nicht, aber zu diesem Fehler kommen wir später. Also hier sehen wir erstmal keine Fehler mehr. Gut, dann können wir, glaube ich, jetzt mal zum anderen Modul gehen, zum Beispiel Lex. Das wird wahrscheinlich eine Hausaufgabe ein klein bisschen nervig sein, dass ihr einfach erstmal diese ganzen Fehler durchgehen müsst und überall Uses und Pubs hinzufügen müsst, aber das kriegt ihr bestimmt hin und so oft muss man es ja auch nicht machen. So. Hier haben wir jetzt erstmal, also hier sehen wir mal wieder, dass ein Compiler nicht immer perfekt sagen kann, was falsch ist. Hier sagt er einmal erstmal, wir können nicht copy deriven, denn der Variant Number implementiert nicht copy. Wir erinnern uns, copy bedeutet ja, dass dieser Typ mit, also wenn man einfach nur die Bytes kopiert, dass dieser Typ dann auch eine neue gültige Instanz erzeugt hat. Dazu müssen natürlich alle Felder von meinem Struct oder alle Variants von meinem Enum auch copy sein. Dieses Variant Number ist nicht copy. Warum ist das nicht copy? Wahrscheinlich, weil Integer da drin nicht copy ist. Aber wir sehen hier schon, okay, der kennt nicht mal Integer, dann kann er auch nicht sagen, ob das copy ist. Integer haben wir jetzt in unserem Wurzelmodul benutzt. Wie können wir denn jetzt hier machen, dass wir Integer benutzen können? Was müssen wir hier hinschreiben? Ja? Ist es schlimm, wenn man einfach dasselbe wie im Wurzelmodul hinschreibt? Also nochmal den Code? Oder? Ja, also Integer ist gleich. Ja, das würde man nicht wollen. Genau, dann müsste man ja wieder an mehreren Stellen das ändern. Ja. Dann geht das einfach Integer. Ja, genau, das ist jetzt ein klein bisschen schwieriger. Ist das wirklich. Also. Wenn wir das machen, dann sagt er, der findet Main nicht. Ja? Wahrscheinlich noch einen Doppelpunkt davor, dass er den Null beim Routing Space anfängt. Wie war das bei Use? Use ist immer absolut, also Use. Ach, fängt immer oben an, das heißt, das würde keinen Unterschied machen. Kann man das mit Super machen? Man könnte das mit Super machen, ja. Aber das müssen wir nicht unbedingt. Wir fangen ja oben an und der Integer ist ja schon ganz oben im Wurzelmodul definiert. Das heißt, wir können tatsächlich einfach nur use Integer machen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil wir da nicht mal einen Pfad angegeben haben, aber es funktioniert so. So, sonst keine Fehler mehr, das ist erstaunlich. Sehr schön. Dann springen wir in dieses Modul und gehen von oben mal durch. Wir haben dasselbe Problem mit dem Integer hier, fügen wir den auch mal schnell hinzu. So, hier haben wir aber noch mehr Fehler. So. Wir können wieder nicht copy deriven, denn unexpected token implementiert copy nicht. Und dasselbe Problem wie vorher, der kennt einfach token nicht. Wie kann ich jetzt Token in meinen Namensbereich holen? Token ist in Lex definiert. Das ist einfach. Use Lex Token. Diese ganzen Use-Anweisungen schreibt man meist ganz oben in die Datei. Wenn man natürlich die nur auf eine Funktion beschränken möchte, schreibt man die ganz oben in die Funktion rein. Machen wir mal nach unten. Keine Fehler mehr. Das scheint schon zu funktionieren. Und auch in der Main gibt es keine Fehler. Okay.
Mal gucken, ob wir was übersehen haben. Wir führen uns hier mal Cargo-Bild aus. Ja, wir haben was übersehen. Aber warum sagt mir das Sublime das nicht? Ach, doch, da ist es ja. Also, das habe ich gerade schon gemerkt. Diese Parse-Methode oder Funktion in diesem Fall ist eben noch private von Expression. Das heißt, die müssen wir auch noch public machen. Na, hier. Und dasselbe betrifft evaluate hier unten. Jetzt gehen die Fehler auch weg. Wenn wir jetzt nochmal bilden, dann funktioniert das tatsächlich. Jetzt können wir einfach nochmal Cargo Run ausführen. Und ja gut, da es jetzt schon gebildet ist, wird das nicht nochmal kompilieren. Und jetzt können wir auch direkt Sachen tun. Ja, okay. Soweit so gut. Gibt es zu diesem ganzen Vorgehen Fragen? Gut, dann wollen wir nur noch eine Sache in diesen Taschenrechner einbauen, nämlich gerne würden wir Fehler und Ergebnisse in unterschiedlicher Farbe anzeigen. Ihr seht ja, dass zum Beispiel Rust C oder Cargo hier farbig Text ausgibt. Ihr wollt vielleicht auch mal farbig Text ausgeben und ihr merkt dann aber ziemlich schnell, das hängt vom Betriebssystem und vom Terminal ab, wie ihr farbig Text ausgebt. Das heißt, ihr wollt das eigentlich nicht selber programmieren. Vielleicht kriegt das hin, gerade noch für ein 80% aller Terminals die Farbe hinzukriegen, aber das ist dann auch schon sehr, sehr hässlicher Code, den ihr da schreiben müsst. Also denkt man sich, das mit der Farbe, das haben bestimmt schon mal andere Leute das gehabt, das Problem. Also kommt man jetzt auf die Idee, gibt es vielleicht auf Crates.io eine Crate dazu. Gucken wir mal nach. Terminal. Wir suchen einfach mal nach Terminal. Ich muss dazu sagen, die Suche ist nicht besonders gut auf Crates.io. Die ist sehr beschränkt. Da gibt es andere Quellen. Working with the Terminal. Ja gut, jetzt... Okay, diese Crate ist anscheinend nicht mehr verfügbar, aus Gründen. Die hat auch nur 700 Downloads, das heißt, die ist nicht besonders groß. Also ihr werdet hier mit dieser Suche vielleicht nicht so unbedingt schnell was finden. Aber wenn wir jetzt einfach mal Terminal Color eingeben, vielleicht kommt dann mehr. Okay, genau, also hier gibt es viele Crates, die dazu führen, dass wir Farben auf dem Terminal ausführen können. Aber viele, werdet ihr merken, sagen Non-Windows-Plattforms. Das wollen wir eigentlich nicht. Auch Colored, das steht jetzt hier nicht, aber habe ich mir auch angeguckt, geht nur für Nicht-Windows. Und sehr beliebt ist auch, ist jetzt hier gar nicht, ANSI-Term gibt es auch noch, sehr beliebt. Was jetzt hier heraussticht, ist insbesondere Term mit irgendwie 600.000 Downloads. Das ist von den offiziellen Rust-Entwicklern einer Library, um das zu tun. Die ist plattformunabhängig, aber das zu benutzen ist ein bisschen unschön. Also wir können jetzt hier draufklicken und uns mal anschauen, hier in der Dokumentation zum Beispiel, wie man das benutzt. Und wir sehen dann jetzt hier, dass wir uns irgendwie so ein Terminal holen müssen erstmal. Dann müssen wir an diesem Terminal diese Funktion aufrufen. Mach jetzt die Foreground Color, mach die Green. Dann müssen wir mit diesem Write Marco auf das Terminal schreiben. Das ist dann grün. Und so weiter. Also das ist zwar plattformunabhängig und extrem nützlich, diese Library oder diese Crate, aber sie ist sehr, sehr unschön zu nutzen, wenn ihr schnell mal irgendwas mit Farbe machen wollt. Deswegen gibt es da unterschiedliche andere Libraries, wie zum Beispiel hier Colored oder sonstige Libraries. Die sind schöner zu benutzen, aber funktionieren nur für Nicht-Windows-Terminals. Und das klingt jetzt blöd, aber tatsächlich gehört diese Crate hier mir. Und die nutzt Term intern, das heißt, die ist plattformunabhängig. Ich möchte jetzt keine Werbung machen. Wahrscheinlich werdet ihr es trotzdem so auffassen, aber falls ihr irgendwas plattformunabhängiges haben möchtet und nicht Term direkt benutzen möchtet, ist das nach meinem Wissen tatsächlich die einzige Crate, die das macht. Wenn ihr natürlich sowieso euch nur für Linux interessiert und Linux-Terminals, könnt ihr auch andere Crates benutzen. Gut, aber jetzt würde man irgendwie auf diese Crate stoßen und wir möchten die jetzt gerne mal einbinden. Ihr könnt in der Hausaufgabe benutzen, was ihr wollt. Aber das ist das Beste natürlich. So, hier steht ja schon irgendwie, die aktuelle Version ist 0.2.2. Auch ich habe viel zu viel Angst, die 1.0-Version zu releasen. Gehen wir also hier mal auf die Dokumentation. Die habe ich mir das letzte Mal vor einem halben Jahr oder so angeguckt. Hoffentlich ist die noch in Ordnung. Und jetzt wollen wir das mal eben einbinden.
Hier ist schon ein größeres Beispiel. Aber wir fangen jetzt erstmal mit unserem Wissen an und werden diese Crate jetzt einbinden bei uns. Und zwar müssen wir dazu unsere cargo.toml öffnen und unter Dependencies jetzt hinschreiben term painter gleich, ich habe das noch im Kopf, 0.2, also die Major Version angeben. Wir können jetzt schon mal irgendwie cargo build sagen und jetzt muss er sich erst noch mal informieren, aber dann kompiliert er eben wieder ein paar Abhängigkeiten. Ihr werdet jetzt auch sofort sehen, dass der Term kompilieren wird, weil eben Term Painter darauf basiert. Nach einiger Zeit werden wir uns gleich noch angucken, aber wir können uns schon mal dieses Beispiel hier angucken in der Dokumentation. Wir müssen diese externe Crate Term Painter erstmal deklarieren, das ist ziemlich klar. Hier fällt noch eine kleine Besonderheit auf. Ich habe Term Painter hier mit einem Minus geschrieben. Das ist auch ein gültiger Name für Crates, aber das ist, kann man nicht im Rust-Code schreiben. Also in Rust-Code kann man keinen Namen haben, der mit einem Minus da drin ist. Deswegen muss man im Rust-Code immer Unterstrich statt Minus benutzen. Falls ihr also mal eine Crate habt mit Bindestrich da drin, müsst ihr da Unterstrich benutzen. Schauen mal, was daraus geworden ist. Okay, hier sehen wir jetzt schon, Term wurde kompiliert. Term basiert natürlich auch wieder auf irgendwelchen Kernel- oder Windows-API-Sachen, um das entsprechend einzufärben. Dann wird Term Painter kompiliert und dann unser Calculator. Wir werden jetzt mal einfach ganz stumpf dieses Beispiel kopieren und hier in unsere Main-RS reinpacken. So, extern Crates packt man üblicherweise ganz nach oben hin. Und ich nenne mal diese Methode Main2, einfach nur damit er uns jetzt nicht um die Ohren fliegt. Okay, er warnt jetzt schon direkt, ist nicht genutzt, aber egal. Wenn wir jetzt Cargo Run ausführen, gibt es viele Warnungen. So, und jetzt kommt ein farbiger Output. Ihr seht, das ist hier nicht wirklich dick. Das liegt an meinem Terminal, was jetzt ein bisschen besonders ist, was ein bisschen komplizierter das Ganze macht. Aber immerhin haben wir Farben. Gucken wir uns mal das Beispiel genauer an, was hier eigentlich passiert ist. Und zwar haben wir hier einfach nur Printeln benutzt mit drei Platzhaltern. Und statt in diese Platzhalter jetzt direkt red reinzuschreiben oder red sowieso einfach direkt hier reinzuschreiben, haben wir hier ein red.paint und dann etwas da reingeschrieben. Ihr werdet das noch im Detail später sehen, wie ihr das genau bei dieser Crate machen könnt. Ich denke, die Dokumentation verrät das ungefähr. Aber gut, so ungefähr geht das jetzt jedenfalls. Ich entferne mal hier das Beispiel und nenne das wieder ordentlich. Wir sehen jetzt hier, dass hier einige Imports sind, die wir genutzt haben. Dieses ToStyle muss zum Beispiel immer importiert werden, das wird auch erklärt. Und dann importieren wir von Color und Attribut Enum Variants. Das Attribut können wir uns mal sparen, denn wir wollen nur Farben haben. Das, wie gesagt, müsst ihr jetzt nicht alles sofort verstehen, das würde alles in der Dokumentation stehen zum Beispiel. Jetzt möchten wir dasselbe hier mitmachen. Wir möchten jetzt zum Beispiel, wenn ein Fehler passiert, möchten wir den Fehler in Rot ausgeben. Also hier sagen wir Tokenize und in diesem Fehlerfall drucken wir diesen Fehler aus, aber ganz normal. Um den jetzt in Rot auszudrücken, könnte man in der Dokumentation nachgucken oder einfach von gerade sich erinnern, sagt man einfach Red Paint und dann das, was man rot drucken möchte. Wir gucken mal direkt, ob das funktioniert. So, wenn wir jetzt... 8 funktioniert noch. Wenn wir das eingeben, ha, es ist schon rot direkt. Ja, also ihr habt irgendwie sehr schnell das geschafft, eine externe Quelle da einzubinden. Wir wollen das jetzt noch eben erweitern für diesen Error hier auch noch. Und am Ende ist er jetzt hier, ach, das ist auch noch ein Error, dieser Overflow. Das ist ein bisschen blöd in der Benutzung. Man kann jetzt hier dieses Integer-Literal nicht mehr einfach so da reinschreiben, wenn man etwas rot, was Literal, ein Literal rot ausgeben möchte, muss man da einen Platzhalter einfügen und dann red paint und dieses Literal angeben. Ist ein bisschen blöd, aber gut. Und zuletzt das Ergebnis, das wollen wir noch green machen. Wenn dann alles geklappt hat. Nochmal ausführen. Also wir können jetzt 3 sagen, dann kommt eine grüne 3 raus, wir können das sagen, dann kommt eine grüne 9 raus, oder wir können mal Peter sagen, oder wir können jetzt irgendwie auch sowas sagen wie einfach nur Klammer auf oder Klammer zu.
dann ist das in Rot. Gibt es dazu Fragen? Gut, also nochmal nur zur Erinnerung, was wir gemacht haben. Wir haben jetzt kennengelernt in dieser Woche, wie wir einen Modulbaum uns aufbauen können, wie wir irgendwelche Symbole aus diesem Modulbaum ansprechen können, mit use zum Beispiel oder mit relativen Pfaden. Wir haben dann Cargo kennengelernt und haben jetzt gerade gesehen, wie wir externe Crates einbinden können. Recht einfach. Cargo lädt alles automatisch runter, kompiliert alles automatisch und so weiter. Ihr müsst genau das machen, was ich gerade gemacht habe. Pokémon erfordert ein paar mehr Module, als ich jetzt gerade hier programmiert habe, aber letztendlich müsst ihr das genauso machen. Dann würde ich hier einfach schon Schluss machen. Wir sehen uns dann am Montag.